Der Plan. Wir saßen wieder in Onkel Vincentes Geländewagen. Fadia schaute besorgt aus dem Fenster. Keine Sorge, sagte ich. Der Polizist kommt nicht zurück. Aber Fadia schüttelte den Kopf und sagte, ich muss weiterreisen. Sizilien ist nicht sicher. Onkel, sagte ich, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bist du mein Neffe oder nicht? Sagte er und lächelte. Fadia will zu ihrem Bruder nach München, sagte ich. Könntest du sie nach Messina fahren? Von dort kann sie die Fähre nehmen. Kein Problem, sagte Vincente, aber die Fähre ist keine gute Idee. Er zeigte auf die zusammengerollte Zeitung. Ich habe gelesen, die Polizei macht seit gestern wieder strenge Passkontrollen. Wirklich? Sagte ich. Warum? Du solltest mehr Zeitung lesen, mein Junge, sagte Vincente. Jeden Tag kommen Hunderte von Flüchtlingen auf Sizilien an. Hast du die Lager gesehen? Ich schüttelte den Kopf. Vincente startete den Motor und sagte, die italienische Regierung ist unter großem Druck. Sie dürfen die Flüchtlinge nicht in die EU reisen lassen. Aber unsere Lager sind überfüllt. Hast du von Mineo gehört? Ja, sagte ich, das ist eine kleine Stadt im Osten Siziliens, oder? Aber was hat das mit den Flüchtlingen zu tun? In Mineo gibt es eine ehemalige US-Militärbasis, erklärte Vincente. Jetzt ist dort ein riesiges Flüchtlingslager mit mehr als 3000 Menschen, bewacht von italienischer Polizei mit Sturmgewehren. Er zeigte mit dem Daumen auf Fadia. Wenn die Carabiniere sie finden, dann kommt sie nach Mineo und es ist aus mit dem Traum von Deutschland. Sagte ich. Was schlägst du vor? Ich habe eine Idee, sagte Vincente und hielt den Wagen an einer Tankstelle. Aber es ist ein bisschen riskant. Hat sie eine europäische SIM-Karte? Elisabeth übersetzte. Fadia schüttelte den Kopf. Okay, sagte Vincente und gab mir einen 50-Euro-Schein. Du gehst jetzt in die Tankstelle und kaufst eine Prepaid-SIM, eine Reisetasche, ein 6er-Pack Wasser und ein paar Müllsäcke. Müllsäcke? Wozu das? Fragte ich. Dino, sagte Vincente, willst du, dass ich ihr helfe oder nicht? In Ordnung, sagte ich und stieg aus dem Auto. Wenig später waren wir wieder unterwegs. Fadia legte die neue SIM-Karte in ihr Handy. Auf der Karte sind 25 Euro, erklärte Vincente. Ruf mich bitte auf ihrem Handy an, dann habe ich ihre Nummer und sie hat meine. Ich wählte Vincentes Nummer auf Fadias Handy. Es klingelte. Und jetzt? Sagte ich. Sagt ihr, wenn sie Schwierigkeiten mit der italienischen Polizei bekommt, soll sie mich anrufen, sagte er. Ich werde mit ihnen sprechen. Elisabeth übersetzte. Danke, sagte Fadia und strahlte. Ich schicke meinem Bruder eine SMS. Ihr seid meine Engel. Sie begann zu tippen. Wir fuhren auf der Autobahn Richtung Osten. Das Meer zu unserer Linken, die Gipfel der Madonien zu unserer Rechten. Nach circa einer Stunde Fahrt piepte Fadias Handy. Gibt es hier eine Post? Fragte sie. Mein Bruder hat mir Geld geschickt. Wir befanden uns
in der Nähe von Cefalu, einer beliebten Touristenstadt. Onkel Vincente nahm die nächste Abfahrt und wir fuhren in die Stadt hinein. Überall liefen sonnenverbrannte Nordeuropäer und Amerikaner mit Strohhüten herum. Aber es war auch viel Polizei auf den Straßen. Schaut, sagte Elisabeth und zeigte auf einen Pritschenwagen an der Straßenseite. Drei Polizisten standen hinter dem Fahrzeug und diskutierten mit dem Fahrer. Auf der Ladefläche saß eine Gruppe Afrikaner. Es waren auch Mütter mit kleinen Kindern dabei. Seht ihr, sagte Vincente, die kommen jetzt alle nach Mineo oder in ein anderes Lager. Aber warum Polizei? Sagte Elisabeth. Diese Menschen sind doch keine Kriminellen. Sie brauchen Essen, Wasser und medizinische Hilfe. Vincente zuckte mit den Schultern und sagte, wahrscheinlich, aber laut Gesetz sind sie erst einmal illegale Einwanderer. Wenig später parkte Vincente neben einer Post. Ich würde vorschlagen, das Kopftuch abzunehmen, sagte er und zeigte auf Fadia. Elisabeth übersetzte und Fadia schüttelte den Kopf. Sie will nicht, sagte Elisabeth. Sie sagt, das ist ihr letztes bisschen Würde. Wie dem auch sei, sagte Vincente, hier sind zu viele Polizisten. Wir können sie nicht alle schmieren. Elisabeth versuchte, Fadia zu überzeugen, aber sie weigerte sich, das Kopftuch abzunehmen. Vincente seufzte und sagte, dann gebt ihr zumindest einen Strohhut. Schaut im Kofferraum. Elisabeth und ich begleiteten Fadia in die Post. Sie füllte ein Formular aus, zeigte einen Code auf ihrem Handy und der Angestellte gab ihr ein paar hundert Euro. Als wir die Post verlassen wollten, trat ein junger Polizist durch die Tür. Er starrte auf Fadia und sie zog den Hut tiefer ins Gesicht. »Excuse me, dear sir«, sagte Elisabeth mit vornehmem englischen Akzent. »Könnten Sie uns sagen, wo das nächste Krankenhaus ist? Meine Tante hat eine schreckliche Sonnenallergie.« Der Polizist schaute Elisabeth an und begann in gebrochenem Englisch den Weg zu beschreiben. »Your darling«, sagte sie und berührte seinen Arm. Der junge Polizist errötete. Wir verließen schnell die Post und stiegen in Vincentes Auto. »Fahr, Onkel«, rief ich. »Nichts wie weg hier«,